is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Auf der Leiter des Petrus. Verwendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Weist die Jugend auf die 8 Sprossenleiter des Petrus hin und stellt ihre Füße nicht auf die oberste Sprosse, sondern auf die unterste. Dann feuert sie an, bis ganz nach oben zu klettern. Christus ist die Leiter. Die Leiter ist durch sein Menschsein fest auf der Erde verankert. Die oberste Leitersprosse reicht durch seine Göttlichkeit bis zum Thron Gottes. Das Menschsein Christi umarmt die gefallene Menschheit, während seine Göttlichkeit sich am Thron Gottes festhält. Wir werden gerettet, indem wir eine Sprosse nach der anderen auf der Leiter emporklettern, dabei immer auf Christus schauen, uns an ihn klammern und Stufe zur Höhe Christi hinaufkommen, sodass er uns zur Weisheit und Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung gemacht wird. Glaube, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebe zu allen Menschen sind die Sprossen dieser Leiter. All diese schönen Züge sollen im Charakter des Christen sichtbar werden. Und wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht brauchen. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Du sollst nicht meinen, du müsstest warten, bis du in einer Tugend vollkommen geworden bist, bevor du an der nächsten arbeitest. Nein, sie sollen gemeinsam aufwachsen. An jedem Tag deines Lebens kannst du an der Vervollkommnung der gesegneten Eigenschaften arbeiten, die im Charakter Christi in ihrer Fülle offenbar geworden sind. Lasst euch nicht von der vielen Arbeit überwältigen, die ihr während eurer Lebenszeit zu leisten habt. Es wird nämlich nicht von euch gefordert, alles auf einmal zu tun. Konzentriert all eure Kräfte auf das, was ihr jeweils an einem Tag habt. Nutzt jede kostbare Gelegenheit, schätzt die Hilfen, die Gott euch gibt, und kommt auf der Leiter des Fortschritts Stufe um Stufe voran. Denkt daran, dass ihr immer nur einen Tag auf einmal zu leben habt. Gott hat euch einen Tag gegeben und die himmlischen Berichtsbücher werden zeigen, wie ihr die Vorrechte und Gelegenheiten dieses Tages eingeschätzt habt. Mögt ihr jeden Tag, den euch Gott gibt, so nutzen, dass ihr am Ende den Meister dürft sagen hören, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. The Lord is coming. Are you ready?